Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Simulate to Glory mit mir, dem Hazard, und wir sind gerade am Ende der Transferphase, also wir haben die gerade durch. Übrigens ist Gareth Bale Spieler des Monats geworden. Und in der Transferphase ist für die Leute, die es verpasst haben, naja gut, nicht so viel passiert jetzt. Wir können mal schauen, wir haben Varane für 0 Euro verpflichtet, also zur nächsten Saison. Dann haben wir Kempf für 20 Millionen an Chelsea verkauft. Wir haben Durm für 10 Millionen nach ZSK Moskau verkauft. Ne, Moment, das war in der letzten Transferphase. Genau, so, Ayhan ist auf jeden Fall zu uns gekommen für 7 Millionen. Pulisic ist für 16 Millionen zu Liverpool gegangen. Und Lafont ist noch mit einer Einjahresleihe zu Darmstadt gewechselt. Und genau, so viel dazu. Wir machen auf jeden Fall da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und haben das Simulationsspiel gegen Bayern für Leverkusen am 1. Februar 2020, was natürlich eine schwierige Partie werden wird. Das kann man schon fast sagen. Und 0-0 spielen wir. Also mit dem Meistertitel wird es wohl nichts. Das können wir uns eigentlich schon fast abrecht abschminken hier. Also den Worten reicht's. In der Tabelle sind wir momentan Vierter. Nur Vierter, das ist schlecht. Moses Simon hat sogar gespielt, auch wo er wollte. Genau. Wir haben noch wieder einen Trainingsplatz zu vergeben an wen können wir das da mal geben? An Jonathan Tah geben wir das mal. Den kann man immer trainieren. Der hat, meine ich, auch noch gar kein Training gehabt. Sind wir beide Innenverteidiger im Training mit dabei. Gut, gut. Wir spielen auf jeden Fall im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid. Das heißt, wir werden wohl auch im Achtelfinale irgendwie rausfliegen, habe ich das Gefühl. Natürlich alles andere als super. So, dann haben wir einmal Hoffenheim. Wir sind zu Gast bei Hoffenheim. Wir spielen wieder nur unentschieden, 1-1. Natürlich trifft Gareth Bale. Wer sonst? Neue zwei neue Nachrichten wieder. Pressekonferenz. Diesmal wieder DFB-Pokal zu Hause. Felix Passlack möchte über sein Gehalt sprechen. Da war er gerade schon, ne? Egal. 90.000 bekommt er jetzt. Nicht schlecht. Und er macht wichtiger Stammspieler schon. Gucken wir mal ganz kurz den Jugendstab, wie dann ein guter dabei ist. Ja, für 3,25 Millionen, den nehmen wir doch mal. Und direkt noch ein dritter hinterher. Nee, noch nicht. Den schicken wir auch direkt mal los. Nach was, Belgien. Schicken wir doch nach Belgien. Würde ich sagen. Nee, so nicht. Da. Belgien. 6 Monate. Wunderbar. So, mal gucken, ob wir noch ein paar Talente oder sowas finden. Das war eh die letzte halbe Saison, aber ist ja egal, ne? Hertha BSC im DFB-Pokal. Okay. Fast alle Ziele aus der Passlack, der sticht mal wieder positiv heraus. Ja, nicht bei jedem Training. Und jetzt wichtiges Spiel. Das sollten wir unbedingt gewinnen. Unbedingt. Die haben gerade erst 0-4 gegen uns verloren. Wir gewinnen wieder nur 4-0 gegen die. Coutinho trifft und Reus dreimal mit einem Hattrick. Cool. Also im DFB-Pokal also locker weiter. Ich stehe schon fest, gegen wen wir das nächste spielen? Nee. Passlack verlängert seinen Vertrag, das ist wunderbar. Und als nächstes geht's gegen den FC Ingolstadt. Danach kommt schon Real Madrid. Turnierpreisgeld 1 Million. Okay. So, Ingolstadt. Wir spielen in Ingolstadt, so.
und spielen 1:1. Alaba gelb-rot gesperrt und Pjanic hat sich verletzt. Eine richtige Dreckspartie auf jeden Fall dann für uns. Spieler verletzt für 7 Tage zum Glück nur. Alaba gesperrt. Und Dortmund wird hier mal motiviert. Wir spielen zu Hause zuerst. Okay. Also Pjanic kann auf jeden Fall nicht gegen Real Madrid mitspielen. Das ist schon mal nicht so gut. Aber wir haben ja noch Luis Kehles, der kann da hin. Jetzt haben wir wirklich alle D. Okay. So. Gegen Real Madrid. Pjanic muss leider verletzt raus. Das ist schade. Das ist echt Mist. Kommt der Sauerland mal hier hin. Als Ersatz. Und dann wird jetzt heimsimuliert. Und jetzt komm, einfach nur 1-0 gewonnen. 1-0 gewonnen, Leute. 1-0 gewonnen. Griezmann ist verletzt, aber wir haben 1-0 gewonnen durch ein Tor von Coutinho. Oh mein Gott, 7 Tage auch nur. Also Griezmann ist auch wieder fit zum Rückspiel. Viertelfinale wäre an sich einfach schon cool. Wir müssen halt einfach nur ein Unentschieden irgendwie hinkriegen. Das Gute ist halt schon mal, dass sie kein Auswärtstor gemacht haben. Also wir haben eine reelle Chance, ins Viertelfinale zu kommen. Das ist schon mal echt gut. Als nächstes spielen wir auf 5. Platz gerutscht mittlerweile schon. Das ist echt nicht gut. Er kriegt mal eine Pause. Und Alaba muss eh runter. Was die verspielen, tatsächlich. So, komm. So gehen wir jetzt mal rein gegen... Gehen wir nochmal? Ich hab vergessen. Ach, gegen Düsseldorf. Genau, gegen die Fortuna Düsseldorf. Und Sieg. Und Moses Simon trifft sogar. Wunderbar. Auf 4. wieder. Das wird nichts mehr mit der Liga, ey. Ich sehe es schon. Das wird nichts mehr mit der Liga. Oh, jetzt sticht Paslakman negativ heraus. So, komm, weiter. Mainz 05. Vielleicht haben wir jetzt mal gerade so ein bisschen eine gute Phase. Wir haben ein monatliches Scouting-Update. Das könnte interessant sein. Jonas Bülow, nein. Des Tich Rivero. Und Sternberg aber auch nicht interessant. So, gegen Mainz, da müssen wir eigentlich locker gewinnen. Ich will jetzt einfach mal so simulieren. Komm, einmal hinterher. Ist eigentlich egal, was für eine Aufstellung wir werden. Also, müssen wir eigentlich kriegen, locker. Und wir verlieren 0:1. Warum sage ich eigentlich das? Reus verschießt den Elfmeter. Wir haben verloren. 0:1 gegen Mainz. Zu Hause. Alles klar. Ei. Okay. Pressekonferenz. Dortmund motivieren. Nochmal zu Hause, da müsste jetzt ein Sieg her. Tabelle sieht wahrscheinlich nicht so toll aus. Ne, wieder 5. Wolfsburg ist, glaube ich, ganz oben erster, ne? Genau, dann könnten wir die vielleicht ein bisschen ärgern jetzt. Ah, ich weiß nicht. So, jetzt werden wir Top 11 wieder aufstellen hier. Ist egal, ob dann nachher Real Madrid wiederkommt. Simon ist sogar eine Wertung hochgegangen. So, das ist super, super. Na, so. Auch ungefühlt alle im Arsch. Sogar Sauerland ist eine Wertung gestiegen. Krass. So, komm. 3. März. Bringt uns Glück. 2-0 Sieg, Bale und Griezmann. Wir haben Wolfsburg geärgert. Wir haben sie geärgert. Und dann gegen Bayern, natürlich. Pressekonferenz. Loben. Danke, Chef, danke, Chef. No problem, Digger. Diggers, wurde ja gesagt. Wir sind wieder 4. Aber wir sind wahrscheinlich wieder eher 5. Jetzt aber Bayern. Jetzt aber Bayern.
So. Wir werden mal ganz kurz einen Schnitt reinhauen. So, kurzer Schnitt vorbei. Und wir sind jetzt beim Spiel gegen den FC Bayern München. Und ein Sieg wäre echt geil. Muss man einfach mal so sagen. Und wir verlieren leider Rode und Eden Hazard treffen. Nehme ich mal an, dass es Eden ist. Und jetzt geht's gegen Real Madrid. Jetzt kommt... Wir haben 1-0 gewonnen im Hinspiel. Wir hätten eine reelle Chance, eine Runde weiterzukommen. Wir loben Dortmund für das Hinspiel. Und wir haben eine reelle Chance, weiterzukommen. Allerdings ohne Jonathan Tah, wie es aussieht. Donnarumma geht nochmal auf die 83er-Wertung hoch. Cool. Ja. 11. März. Bring uns Glück. Wir stellen auf. Carvajal, Tah muss raus. Dafür kommt ein Eiern rein. Ah, kein Kehl ist nee. Ich muss aber auch mal auf was anderes gucken gerade. Ne, wir machen, wir vertrauen mal Eierhahn jetzt. Weigel Pjanic, das passt sonst. Sonst gehen wir genau so rein jetzt. Und ich bin gespannt. Ich werde nicht überspringen. Ich werde komplett laufen lassen. Währenddessen werde ich mal wieder den Wecker stellen. Jetzt soll ich auch weiter, ich stelle den Wecker in Ruhe. Und wir führen 1-0 nach 2 Minuten durch Gareth Bale. Gegen seinen Verein trifft er. Während ich den Timer nochmal stelle, ich gucke gerade nicht auf den Bildschirm. Und wir sind weiter. Oh mein Gott. Wir haben Real Madrid im Achtelfinale rausgehauen. Und das in der Simulation. Okay, das ist echt cool. Wir haben es geschafft. Herzlich Wiedersehen für Carvajal bei Real Madrid. Das ist ja egal. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Wir haben Real Madrid im Achtelfinale der Champions League rausgehauen. Cool. Nice auf jeden Fall. Jetzt gegen Freiburg. 18 München ist direkt auf, unter uns auf Platz 6. Wie cool. Also nicht cool, dass wir auf Platz 5 sind, aber cool, dass sie da so bei uns rumdümpeln auch. Finde ich cool, jo. Und wir gehen in die nächste Partie gegen Freiburg. Wir brauchen jetzt Siege. Wir brauchen jetzt nur noch Siege in der verdammten Bundesliga. Und wir machen es auch, 2-0. Pjanic ist zwar rot gesperrt, aber das können wir kompensieren. Griezmann und Reus, dankeschön. 2 neue Nachrichten, Sperre abgelaufen, Spieler gesperrt, ja, ja. Wir bräuchten mal jetzt ein bisschen Pause, dass unsere Spieler mal alle wieder komplett fit werden können eigentlich. Also Passlack entwickelt sich echt Trauma, von ist schon jetzt auf einer 78er-Wertung, ey. Ich hatte den, glaube ich, noch nie so hoch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Viertelfinale Champions League. Die Pokal sind wir auch noch weiter. Aber wir sind noch drinne überall. Aber in der, also Bundesliga wird wohl eh nichts. Sieht absolut schlecht aus. 5 Millionen kriegen wir hier. Dortmund loben. Und jetzt schauen wir mal, gegen wen wir im Champions League Viertelfinale und im DFB-Pokal Halbfinale. Ist schon das Halbfinale antreten werden. Ach du heilige Scheiße, Digga. Was ist das denn? Champions League. Viertelfinale. Bayern, Bayern. Und im DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Spielen wir nochmal gegen Bayern diese Saison in der Bundesliga? Nee, ne? Ja, aber wir haben dreimal. Wir haben nur drei Pokalspiele. Drei Pokalspiele gegen den FC Bayern.
Alter. Ist schon heftig. Aber dann muss es so sein. Und wir brauchen Glück. Wir müssen... Unser Ziel ist es, bei beiden im Finale zu landen. Ja. Irgendwo müssen wir das doch schaffen. Wir können doch nicht gegen Bayern entweder voll versagen gegen Bayern oder unsere Ziele erreichen. Gegen Köln erstmal ein 1:1. Ja, also Bundesliga können wir es komplett abschreiben. Hauptsache, wir schaffen irgendwie auf den vierten Platz zu kommen. Das wäre natürlich wunderbar. Dazu haben wir allerdings auch nur noch 7 Spiele Zeit. Ach du Scheiße. Training lassen wir gerade mal lieber. Wenn eh keiner da ist. Erneut der Verkauf von Kampfpreis. Ne, ich bereue den nicht. Tils Rivero. Ja, hat eine gute Stärke. Könnte was sein. Monik Scouting Update. Nein. Kein guter dabei. Nur schlechte. Oh. Ich freue mich gar nicht auf die Bayern-Spiele. Den immer nicht. Oh, ist alles wieder da. Scheiße. Muss ich alles mal reinmachen. Nehmen wir mal Tich Rivero rein. Ich scheiß mal auf die mentalen Werte. Passlack wollte ich noch reinnehmen wieder, genau. Dann Donnarumma. Und den Süle. Und Donnarumma mit einem A. Cool. Ich glaube, Donnarumma müssen wir gleich mal eine andere Einheit geben. Die Silbereinheit, dass er da auch noch ein bisschen steigt. Und gleich fängt's an. Gleich fängt das Bayern-Trauma an. Erstmal aber noch gegen RB Leipzig. 4. April schon. 6:1. Eieiei. Bale zweimal, Griezmann dreimal und Reus einmal. 6:1, Alter. Hohohoho. Bender lehnt Angebot ab. Der spielt bei Hannover 96? What the fuck? Der hat ja voll die krassen Werte, oder? Kann das sein? Ich hab dich beobachtet einfach mal. Pressekonferenz. Top motivieren, ey. Och, Mann. Oh, Mann, ey. Spielerentwicklung. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Wir müssen das irgendwie schaffen. Gegen FC Bayern. Wir simulieren. Wir werden die Probleme selbst beheben. Süle. Ach du Scheiße. Ayhan, du musst ran. Carvajal glaubt auch wieder ran. Sonst ist die Top-Aufstellung drin. Oh Mann, ey. Oh, zu Hause gegen FC Bayern, Viertelfinale Champions League, Hinspiel. Ich werde nicht überspringen. Ist schon was passiert, dass ein gewisser Schmitz ist da und natürlich trifft Mario Götze. Wie mies ist das denn? Griezmann macht den Ausgleich, aber die haben jetzt ein Auswärtstor. Barcelona steht 1:1 gegen Chelsea. Alaba fletzt sich Pjanic mit dem 2:1. Götze mit dem Ausgleich. Ja, 2:2. Bayern hat 2 Auswärtstore. Barcelona 2:1 gegen Chelsea gewonnen. Ah, Mann, Mann, Mann. Unentschieden. Wie blöd. 2:1 wäre echt gut gewesen. Oh, da war ein richtig guter Torwart, glaube ich. Ja, Pressekonferenz. Schalke verunsichern. 4 Monate für David Alaba. Alter. Okay, wir werden jetzt erstmal
durchgehen. Wir werden jetzt erstmal, Alaba wird fällt für die Rest der Saison aus. Das ist schon mal schlecht. Da muss jetzt kompensiert werden. Passlack wird für die Rest der Saison da spielen. Okay. So wird jetzt wahrscheinlich dann erstmal so die Elf aussehen für den Rest der Saison, wenn sich kein weiterer verletzt. Das muss man natürlich immer mit einplanen. Eieiei. Jetzt erstmal gegen Schalke ins Derby. Sven Bender. Was hat er für eine Wertung? 81. Okay. Dann auch schon wieder erledigt. Und jetzt geht es ums Ganze. Schalke 04 gegen Dortmund. Bam. 2:1 Sieg. Bale und Griezmann. Alessandro Schöpf auf der Seite von Dortmund. Möchte unbedingt noch die Champions League wenigstens schaffen, ne? Also ich meine, auf die Champions League Ränge zu kommen. Welcher Platz sind wir denn gerade? Fünfter. Ja. Müssen irgendwie an Frankfurt vorbeikommen, einfach. Das sagt sich so einfach. In 5 Spielen noch. Hier im DFB-Pokal. Müssen wir auch noch schaffen. Irgendwie. Irgendwie müssen wir das schaffen. Pressekonferenz. Jetzt auswärts in München. Jetzt auswärts in München. Die Süle Spielerentwicklung. Süle eben gesehen, jedenfalls. Tisch Rivero steigt auf jeden Fall. Fragen wir, ob der ein gutes Potenzial hat. Werden wir im nächsten Monatsbericht der Jugendmannschaft sehen. Zum Mai hin. Jetzt erstmal gegen Bayern. Die Aufstellung ist unsere beste. Deswegen gehen wir rein. Und werden nicht überspringen. Ich lege mal Tolle zur Seite. Wir schauen. Was passiert? Agüero mit dem 1:0 für Bayern. Bell mit dem Ausgleich. Momentan ist Bayern noch weiter, weil sie jetzt Auswärtstore mehr haben. Hazard mit dem 2:1 für Bayern. Und das wird das Aus sein. Coutinho mit dem 2:2. Jetzt könnte es in die Verlängerung gehen. Aber Robben trifft nochmal in der 86. Schade. Es war knapp. Hätte Robben nicht getroffen, wäre es nochmal in die Verlängerung gegangen. Dann wäre es nochmal spannender geworden. Aber so beendet Bayern das nach 90 Minuten. Und Bayern ist somit im Halbfinale der Champions League. Wir haben es knapp nicht geschafft. Aber mein Gott, jetzt müssen wir halt im DFB-Pokal was reißen. Und wir müssen irgendwie noch auf Platz 4 in der Bundesliga kommen. Das ist die Hauptsache. Wir kriegen nochmal 6 Millionen für die Champions League. Ist mir jetzt auch egal, Luis. Kehles. Da ist schon wieder Bayern, wie wir sehen können. Nochmal das Borussen-Derby jetzt. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte nicht speichern. Simulieren und direkt rein. Komm, wir pushen jetzt durch. Wir pushen jetzt durch. Und spielen 2:2. Na gut, wir müssen jetzt irgendwie auf Platz 4 kommen, Leute. Irgendwie müssen wir auf Platz 4 kommen. Das ist jetzt echt blöd. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Ich glaube, wir schaffen nur die Euroleague. Wir müssen Dortmund motivieren. Nadjem Amiri möchte auch wieder öfter spielen. Momentan ist das schlecht. Momentan ist es einfach schlecht. Ist einfach so. Hier muss jetzt einer rein wieder. Jonathan Tah. Schon fast um 86 ist. Stitch Rivero auf eine 57. So, und genau an diesem Punkt, genau, passt ja, werde ich diese Folge beenden. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Hazard.